Willkommen zum 12. Deutschunterricht. In den vorherigen Lektionen haben wir uns mit verschiedenen grammatikalischen Aspekten beschäftigt und heute konzentrieren wir uns auf die Konjunktionen. Konjunktionen verbinden Wörter, Satzteile oder ganze Sätze miteinander und zeigen die Beziehung zwischen ihnen an. Sie sind essentiell für komplexere Satzstrukturen und einen flüssigen Sprachfluss. Konjunktionen lassen sich grob in zwei Kategorien einteilen: nebenordnende Konjunktionen und unterordnende Konjunktionen. Nebenordnende Konjunktionen verbinden gleichrangige Satzteile oder Sätze. Sie stellen eine Beziehung zwischen gleichwertigen Elementen her. Zu den wichtigsten nebenordnenden Konjunktionen gehören und, oder, aber, denn, sondern, sowie, ebenso wie Beispiel: Ich mag Äpfel und Bananen. Ich mag Äpfel und Bananen. Hier verbindet und zwei gleichwertige Objekte. Ich bin müde, aber ich muss noch arbeiten. Ich bin müde, aber ich muss noch arbeiten. Hier verbindet aber zwei gleichwertige Hauptsätze. Unterordnende Konjunktionen leiten Nebensätze ein. Sie unterordnen einen Satz einem anderen Satz. Zu den wichtigsten unterordnenden Konjunktionen gehören weil, das, wenn, ob, damit, obwohl, als, bevor, nachdem. Beispiel: Ich gehe nach Hause, weil ich müde bin. Ich gehe nach Hause, weil ich müde bin. Hier leitet weil einen Nebensatz ein, der den Grund für die Handlung im Hauptsatz erklärt. Ich weiß nicht, ob er kommt. Ich weiß nicht, ob er kommt. Hier leitet ob einen Nebensatz ein, der eine indirekte Frage darstellt. Die richtige Verwendung von Konjunktionen ist wichtig für die Klarheit und den korrekten Aufbau von Sätzen. Die Wahl der Konjunktion hängt von der Art der Beziehung ab, die zwischen den Satzteilen oder Sätzen hergestellt werden soll. Die Übung für heute besteht darin, verschiedene Sätze mit den oben genannten Konjunktionen zu bilden. Versucht, sowohl nebenordnende als auch unterordnende Konjunktionen zu verwenden. Zum Beispiel: Ich mag Pizza und Pasta. Ich gehe spazieren, obwohl es regnet. Ich weiß nicht, ob er kommt. Konjunktionen sind ein wichtiger Bestandteil der deutschen Grammatik. Mit regelmäßigem Üben werdet ihr sie schnell beherrschen. Wir sehen uns in der nächsten Lektion. Bis bald.